Herzlich willkommen in der Glaubenskirche, diesmal digital. Mein Name ist Anna Kampel und ich bin Pfarrerin hier im Simmering. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, durch den Bildschirm oder durch euer Smartphone. Wir feiern heute gemeinsam einen Advent, einen Weihnachtsgottesdienst, einen Schulgottesdienst. Und wir tun dies im Namen Gottes, der uns das Leben schenkt, im Namen Jesu Christi, der als kleines Baby auf die Welt kommt, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut und Kraft schenkt, dass wir uns über die Welt freuen dürfen. Amen. Der Advent hat begonnen. Ja, ich freue mich auch, dass wir auf diese Art gemeinsam einen Adventschulgottesdienst feiern können. Wir haben den Advent, die Zeit des Wartens, die Zeit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest, weil wir alle uns freuen, dass Jesus geboren wird. Und ihr, lieben Kinder, habt euch ja auch Gedanken dazu gemacht, was fällt uns zu Advent ein? Geburt von Jesus. Es liegt an jemandem von uns, ihn in unser Herz zu lassen. Die Dunkelheit. Oft machen wir Menschen die Erfahrung der Dunkelheit. Es gibt Streit, Ungerechtigkeit und Enttäuschungen. Sie verdunkeln unser Herz. Wer durchbricht für uns diese Dunkelheit? Jesus, aber auch jeder von uns kann diese Dunkelheit durchbrechen, indem man Licht für andere ist. V wie Versöhnung. Menschen leben in Unfrieden mit manchen Mitmenschen, mit Gott oder auch
im Unfrieden mit sich selbst. Jesus hat uns Versöhnung angeboten. Wir können neu werden und dazu beitragen, dass die Welt verändert. Ewigerwartung. Jeder von uns ist voller Erwartung. Wir erwarten Liebe, Anerkennung, Geschenke. Aber wir spüren eigentlich, ist ein gelungenes, erfülltes Leben das schönste Geschenk. Irgendwie neu. Viele Menschen wollen oft neu gekleidet sein, das neueste Handy haben, das neueste Auto fahren. Aber macht das den Menschen auch wirklich neu? Neu wird der Mensch erst, wenn er sich auch innerlich verändert, wenn er für andere da ist, wenn er nicht nur an sich selbst denkt. Tee tragen. Wir wollen die Botschaft vom Frieden zu den Menschen tragen. Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie das möglich ist. Jetzt hören wir Advent ist ein Leuchten. Jesus kommt in der dunklen Nacht auf die Welt. Und die Ersten, die über seine Geburt erfahren, durch einen leuchtenden Engel, der sie selbst zu leuchten bringt, sind die Hirten. Und davon wird in der Bibel geschrieben, in dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen, auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem Volk große Freude bereiten wird, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr, und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelsheere. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten.
Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Liebe Kinder, liebe Eltern, kalt war es damals in der Nacht. Eiskalt und dunkel, stockdunkel. Und die Hirten passten auf ihre Schafe auf. Sie mussten immer wach bleiben, trotz der Dunkelheit, damit den Schafen nichts passiert. Und dann geschieht was Wunderbares. Plötzlich so viel Licht. Alles wird hell und alles wird klar. Das fühlt sich ein bisschen seltsam an. Das Licht ist so stark, dass sie von ihm geblendet werden. Und dann sehen sie plötzlich alles ganz anders, alles ganz klar. Die Hirten reagieren wie Kinder. Und das können wir von euch, liebe Kinder, auch lernen. Ihr wisst, wie das geht. So wie die Hirten. Sie staunen, laufen hin, schauen und erzählen davon. Alles ist so einfach wie die Zeichen, Windeln und Krippe. Ihr Herz ist sofort offen für das große Wunder. Ihre Augen leuchten, ihnen reicht es, dass sie sich nicht fürchten müssen. Sie sind bereit. Sie kommen mit leeren Händen und empfangen alles. Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Das Licht des Engels leuchtet und sie bringt die Hirten zum Leuchten. Liebe Gemeinde, liebe Eltern, macht es wie die Hirten, macht es wie die Kinder. Schaut auf das Licht, staunet, leuchtet und erzählt es weiter. Amen. Und die Kinder und wir haben einige Fürbitten vorbereitet. Lieber Gott, lass uns Licht für andere sein. Herr, wir bitten dich, lass die Menschen Frieden miteinander halten, dass sie so miteinander verbunden sind wie die Zweige am Adventkranz. Gott, mach die anderen Menschen glücklich, lass die Licht füreinander blicken. Guter Gott, wenn Menschen einander die Hand zur Versöhnung reichen, kann Licht in die Welt kommen. Wir
wir wollen es in den Menschen des Herzens warm machen. Alle unseren unausgesprochenen Wünsche legen wir in das Gebet, das du uns selbst beigebracht hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser Seid wie die Hirten, lasst euch anstecken von dem Licht und leuchtet für die anderen. Geht mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.